Hallo Leute, da hat 1205 hier mit Let's Play Rayman 2 für die PlayStation 1. Ja, das letzte Mal haben wir das Level Die Zuflucht von Feuer und Stein angefangen, das sich ja ziemlich hinzieht. Und ja, nachdem wir das letzte Mal schon diese lustige Lava mit Pflaume Abwärts-Action gemacht haben, kommt das nochmal. Man hat schon das letzte Mal gesehen, es hat sich jetzt was verändert, und zwar hat sich unten das Rad gedreht. Wir können, das war scheiße, wir können nun in die obere Öffnung rein. Und ja, das hat im Prinzip die Geschichte, dass wir auf einem, ja, irgendwo anders auf jeden Fall rauskommen werden. Und hoffentlich mal die zweite Kugel, die blaue, irgendwie finden werden. Die brauchen wir ja noch. Wir haben ja das letzte Mal die gelbe irgendwie runterbuxiert zum Sockel. Und jetzt brauchen wir die blaue noch. Und da werden wir sehen, wo die ist. Ich hoffe es, dass wir sehen. So, auf jeden Fall können wir jetzt hier abspringen. Kommen da hoch. Und es geht hier rein. Und wir kommen jetzt da oben raus. So. Naja, das ist ja prinzipiell noch mal nicht schlecht an sich. Man hat die blaue Kugel auch schon gesehen. Da ist wieder dieser Stein. Golem, Steingütze, wie auch immer der heißt. Und ich sehe, wir haben alle Lumps. Ich bin begeistert. Ich muss nicht mehr in dieses Level. Es ist so schön. Okay. So, dann blaue Kugel-GIF. Die muss jetzt darüber. Das heißt, wir werfen die vielleicht erstmal darunter. Das passt. Dann nehmen wir uns die. Und schmeißen die mal darüber. Auch so weit, so gut. Und jetzt muss die nur noch auf den Sockel. Und dann sollte das an sich passen. So. Jawohl. Der bewegt sich nun. Durch die magische Kraft der Kugeln. Keine Ahnung. Whatever. Hm. Ja. Und bringt uns nun über die Lava nach da hinten, wo wir sonst eigentlich nie hinkommen würden. Und ja, man kann sich jetzt hier mit dem Ring wieder da hochschwingen. Denn wir müssen jetzt auf den Typen irgendwie drauf. Und jetzt diese Lava-Rutsch-Action nochmal zu machen, ich glaube, da haben sich selbst die Entwickler gedacht, nee, das können wir den Jungs und Mädchen, die das hier spielen, nicht antun, sonst drehen die uns irgendwann ab. Und das ist auch sehr schön so. So. Man kann sich jetzt nicht bewegen, wenn diese Animation startet. Rayman sieht da auch sehr komisch aus, wie er draufsteht irgendwie. Ich habe keine Ahnung, aber gut. Und ja. Wir werden halt nach da hinten gebracht, wo wir dann selber wieder weitermachen können. Schauen wir mal. Komm. Danke, Koloss. Es ist eine Ehre, einem Helden wie dir zu dienen. Ich muss dich warnen. Killer sind hinter dir her. Ich habe ihre Aura entschlüsselt. Es sind Ninja-Schergen. Ninja-Schergen? Sie sind gefährlich, aber sie haben einen Schwachpunkt. Ihre Haken sind schwer und unhandlich. Das werde ich zu meinen Gunsten nutzen. Danke. Gern geschehen. Sei vorsichtig, Rayman. Der Typ ist ja wirklich, wirklich sehr nett. Bin begeistert. Er hat uns sogar den Schwachpunkt verraten. Wobei man den, glaube ich, auch relativ schnell herausfindet. Es wäre nämlich tatsächlich so, dass man jetzt keinen Boss vorfindet. Die Maske wird an sich von keinem Boss, weil es ja eigentlich am Anfang des Spiels hieß, es sind starke Wächter, die die Masken beschützen. Es gibt an sich hier bei der zweiten Maske keinen Wächter. Unglaublicherweise. Weil der Steinkoloss möchte uns ja helfen und oder Koloss, wie er heißt. Und ja, der hat uns keine Probleme gemacht. Ich meine, das Level ist jetzt an sich nicht einfach, aber es gibt keinen Wächter, so viel ist sicher. Gut, in dem Fall jetzt schon, weil Ninja-Schergen, aber die sind jetzt nicht so schwer. Der führt halt immer einen Schuss aus, schlägt dann mit seinem Haken zu, und wenn er sich im Boden verhakt, können wir ihn treffen. So funktioniert das. Das hat Koloss gemeint mit schweren Haken und unhandlich und so. Ja. Der Kampf zieht sich halt ein bisschen hin, und wenn er jetzt, glaube ich, weniger als seine halbe Lebensenergie hat, werden die Schüsse etwas mehr. Man wird es gleich sehen.
jetzt sollte das eigentlich kommen. Jo. Und feuert dann ein paar mehr Schüsse, aber das stellt auch kein großes Problem dar. Eigentlich nicht wirklich. Ja. Und das ist der ganze Kampf. Es passiert nicht mehr. Also wer jetzt auf einen starken Wächter gehofft hat, den muss ich leider enttäuschen, weil so ein Robopirat ist nicht wirklich stark. Auch wenn die eine gute Lebenspunktleiste haben und ja, auch meinen, sie sind cool, können die an sich nix. So. Naja, dann würde ich sagen, wir holen uns mal die zweite Maske und schauen, was Polokos so dazu zu sagen hat. Die zweite Maske gefunden. Gut, Rainer. Du kommst deinem Ziel näher. Noch zwei Masken und ich werde erwachen. Vorsicht. Der Rest deiner Suche wird noch schwieriger. Und auch diese Maske ist wieder unheimlich hässlich. Aber nicht so hässlich wie die erste. Na gut. Ja, Polokos hat im Prinzip schon recht, ja. Die Suche wird schwieriger. Und es gibt bei der dritten Maske unglaublicherweise auch wieder einen Wächter, der schon etwas schwieriger ist. Auch das auf jeden Fall. Aber auch den können wir knacken. Gut. Naja, dann würde ich sagen, schauen wir mal wieder, was die Kleinlinge so zu sagen haben, wenn der Lungenzähler irgendwann mal angekommen ist. Gucken wir mal. Hey, super, dich zu treffen. Welch eine Freude, dich gesund wiederzusehen. Bisher warst du schneller als die Piraten. Aber diesmal wird es verdammt schwierig. Sie haben die Türe mit viel Energie versperrt. Du benötigst 400 Lumps, um sie zu öffnen. Super! Du hast genug Lumps, um zu passieren. Du hast wirklich Talent. Es wird dir sicher gelingen, die 600 Lumps zu finden, um die nächste Türe zu passieren. Aber sei gewarnt, eine große Prüfung wartet auf dich. Der Wächter der nächsten Maske spielt verrückt. Die Explosion des Erdkerns hat ihn unkontrollierbar gemacht. Lai konnte ihn nicht zur Vernunft bringen. Mach dich auf einen harten Kampf gefasst. Viel Glück! So hart wird der Kampf gar nicht. Aber an sich wird er sehr schön. Das hat was. So, die Echo-Höhlen als allernächstes. Ach, schön. Okay. Wir kommen unserem Ziel sehr, sehr. Wir kommen sehr, sehr gut voran, kommen dem Ziel immer näher. Das wollte ich eigentlich sagen. Und, Piraten. Aber erstmal nicht für uns. Wir müssen erstmal diese Tür da unten öffnen und müssen dazu 4 Schalter umlegen. Ich würde sagen, wir fangen hier mal an. Wir haben Plattformen der Piraten, die man tunlichst nach oben fahren lassen sollte, denn da sind Lumps drauf. Die sucht man später wieder wie ein Vergaster, ich sage es euch. Ja, jetzt wisst ihr es ja, dann ist es an sich kein Problem, aber wenn man das Spiel nicht kennt, das ist ein Drama, wirklich wahr. Und trotzdem vergesse ich so oft noch was, es ist ja schön.
Ja, man hört schon wieder den Sound. Irgendwas ist hier. Und wir haben hier einen alten Bekannten. Den kennt man noch aus der Walbucht. Allerdings haben wir jetzt einen aufgeladenen Schuss, den wir nicht verwenden werden, weil es so viel besser funktioniert. Zumindest in der ersten Phase. Macht man so wesentlich mehr Schaden und wesentlich schneller Schaden. Und jetzt in der zweiten Phase bietet sich aber der aufgeladene Schuss wirklich an. Weil man sagen kann, ich drück ihm dann richtig Schaden rein. Und ja. So oder so ähnlich. Aber wir müssen erst warten, bis er wieder da ist. Sonst fokussiert Raymond da nicht richtig. Und dann haut das nicht hin. So. Nee, okay. Gut, 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 gut. Okay, das war's. Sehr schön, sehr löblich. Bomb. Ein Schalter gedrückt, yay. Okay. Na, ist doch supi. Dann sieht man hier schon, ist eine Plattform irgendwie wohl mal abgestürzt oder so. Ist hier nur los. Komme ich dann so hoch. Auch hier funktioniert die Kamera irgendwie wieder nicht. Aber ich glaube, man braucht die auch nicht. Diese Plattformen stürzen dann irgendwann ab oder drehen sich um. Das heißt, ewig kann man da sowieso nicht drauf stehen bleiben. Das funktioniert an sich einfach nicht. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da nichts weiter ist. Und wir gehen mal weiter. Einfach so. Weil ich es kann. Und der Himmel hier ist irgendwie schön gemacht. Auch wenn es irgendwie das Einzige ist. So, auch diese Plattform lassen wir mal wieder nach oben fahren, auch wenn ich glaube, dass hier an sich nichts war. Aber das weiß man ja nie so genau. Ne, da oben ist nur ein roter Lumm drauf. Na gut. Den wir an sich nicht brauchen. Weiter geht's. Haben wir hier noch was? Ne. Da ist auch nichts. Und da ist auch nichts. So, hier wieder so ein kleiner Typi. Da haben wir Wasser und ein Schaufelrad. Na. So, Käfig. Käfig machen wir auf, nehmen wir mit. 7 Käfige, okay. Das Level war anscheinend doch größer, wie ich, als ich es in Erinnerung habe. Na gut. Hey, Kamera. Ach so. Es geht hier entlang. Richtig, da war was. Richtig, richtig. Genau, weil dann kommt man nämlich hier raus. Und dann passt das an sich. So, jetzt möchten wir darunter. Psst. Ist jetzt eine Ruhe hier. Mensch. Jo. Und wie man sich das Ganze vielleicht schon denken kann. Machen die es uns nicht so einfach und spammen einfach nochmal den Gegner. Weil es ja so cool war und weil der ja so wahnsinnig schwierig ist. Ich lasse mich gleich mal wieder treffen, sehr schön. Naja, die Entwickler, sie sind schon zeitweise gut drauf, das muss man wirklich mal so sagen. Aber gut, ohne Worte halt, ne? Naja. Na okay, ich hätte sogar noch einen Treffer gehabt. So, komm, geh down. Nee. Einen hält er noch aus. Na komm. So, das soll reichen. Okay. Jo. Hätten wir auch das wieder. Jetzt muss ich mal gucken, war hier was? Nee. Da ist nichts. Allerdings geht's hier hoch. Wir haben hier mal wieder einen Schalt her. Dumpti-dum. Einen Lump. Und auch hier noch Zeug. Pump. Und dann möchte man hier drauf und kann sich dann hier nach unten fallen lassen, beziehungsweise runter fliegen, segeln, wie auch immer. Jetzt. Kleine Tauch-Action. Die jetzt nicht weiter problematisch ist. Man schwimmt halt hier durch. Denkt sich, oh Mann, ist das schwer. Und taucht an sich wieder auf, wenn die Engine mal funktionieren würde. Ja. Das war's, glaube ich, auch schon. Mehr oder weniger.
So, Käfig nehmen wir mit. Und den nächsten Schalter, wo immer der jetzt auch war. Ich hab's nämlich... Ach, da ist er. Okay. Passt schon. Alles cool, alles okay. Genau, dann kommen wir da oben raus. Und kann hier weitergehen. Einmal abwärts. Ja. Entzünde zum Fliegen das Fass an einer Flamme, drücke X und so weiter. Erstmal nicht, denn wir haben da hinten ja gesehen, da war was. Und dafür können wir das Fass ja auch verwenden, um Türen aufzubrechen. Das heißt, wir schmeißen das mal... Falsche Taste. Ich wollte sagen, wir schmeißen das Fass einfach mal so dagegen. Aber das hat wohl irgendwie gerade nicht so richtig funktioniert. Na gut, Kamera, please. Sehr schön. So, das nehmen wir mit. Dann haben wir den Käfig. Ja, und dann haben wir die Echohöhlen. Das ist nämlich eine Flieg-Action. Wir fliegen hier durch das Level. So mehr oder weniger und möchten da eigentlich nach oben. Nein! Ui, das hatte gerade noch funktioniert, wollte ich sagen. Allerdings haben wir da unten jetzt ein Problem. Gut, zum einen mal möchten wir hier rum, dass man das mitnehmen kann. Und ich habe insofern das Problem... Ne, ich komme noch ran. Gut. Das macht überhaupt nichts. So, jetzt. Okay. Und war jetzt da hinten noch was? Ne. Ach so, sie... Ja, gut. Man käme sogar hier über das Sprungbrett noch. Oder ich über das Trampolin da noch hoch. Gut. Alles okay. Raymond, zieh dich mal. Das Bug. So, weiter geht's. Mit fliegenden Fässern. Okay. Ja, das ist mal wieder, die Steuerung ist mal wieder traumhaft. Atze, du und deine Steuerung, Mensch, wirklich wahr. Hoch, 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 hoch. Hoch. Okay. Ja, man muss da immer ein bisschen schauen, wie man zurechtkommt, weil sonst kommt man eventuell an die Käfige oder so nicht mehr ran. Wie man es macht. Wenn dann die Schüsse irgendwie mal treffen würden, wäre das auch voll cool. So, danke. Okay. Was war jetzt hier eigentlich? Achso, Schalter. Schalter? Ach nee. Das funktionierte anders, ja. Da kann man nämlich mit den Schüssen an sich gar nichts ausrichten. Den habe ich gar nicht gesehen. Ui, geh down. Blöder Hund. So. Ja, das muss man wirklich ja unglaublicherweise mit dem Fass machen, dass man hier hinballert und dass uns jetzt dann die Tür öffnet. Das geht nicht mit einem Schuss. Da muss man auch erstmal kurzfristig drauf kommen. War uns hier eigentlich noch Lumps? Nee. Achso, wir kamen ja von da. Stimmt. Das ergibt Sinn. Okay. Ja, eine kleine Flieg-Action kommt noch, aber an sich sind wir schon gut mit dabei. So, auch da oben sieht man den Käfig schon wieder. Das ist an sich kein Problem. Bloß den wieder zu treffen ist das Problem. So, okay, einen haben wir irgendwo noch. Und ein paar Lumps auch noch mit. Gut. Kann losgehen. Oh je. Nein! Ach, das Steuerung. Ich geb's zu, ich war gerade abgelenkt, weil gerade irgendwie mein Headset-Kabel runtergerutscht ist. Ich geb's ja schon zu. Also, das Ganze nochmal. Kommt schon. So. Man darf halt nicht zu tief kommen. Nicht in die Säure, wie auch immer, was das ist, Gedöns rein. Und, sollte auch nicht irgendwo dagegen fliegen. Was an sich der Lumps nicht immer so einfach ist, die man natürlich mitnehmen möchte. Und an sich der Steuerung auch nicht. Aber gut. Atze-Steuerung. Nicht immer auf diese Steuerung zurückkommen. Die ist halt so. Komm zurecht oder spiel das Spiel nicht mehr. So einfach ist das. Okay. What? Ich liebe Felsen, die eine komische Collision-Box haben und uns einfach mal so umbringen, weil sie es können. Das ist ganz großes Kino. Von der Programmierung her. Aber gut. Ja. Wir machen einen schönen Bogen. Danke. So, hier durch.
Ach ja, wir haben hier wieder einen Supi-Robo-Piraten, der meint, er ist voll cool und so. Der sich ständig bewegt, weil, und das ist nervig, da einen Schuss aufzuladen, das kann unglaublich schön sein. Das sollte aber treffen. Sehr schön. So. Das war's. Jetzt erstmal kurz hier auskundschaften, was wir hier so haben. Also wir haben hier erstmal Zeug, Fässer. Und irgendwo höre ich einen Käfig. Ah ja, okay. Den nehmen wir mit. Und dann ist das Ganze jetzt etwas zeitbasiert. Und zwar sollte man hier den Schalter treffen. Dann fährt jetzt nämlich das Gitter hoch. Und ja, dann muss man sich halt das Fass hier schnappen. Nach Möglichkeit, so schnell es geht. So schnell Rayman laufen kann. Zur Flamme. Dass es da halt weitergeht. Das ist an sich schon alles. Nur ja, dann haben wir mal wieder Flick-Action, wo wir Lumps brauchen oder mitnehmen möchten. Die wieder sehr schön. What the hell? I'm loving it. That game. Es stammt halt noch aus der guten alten Zeit. Die 90er Jahre. Auch wenn es, ich glaube, 99 oder wann, oder nee, 2000 entwickelt wurde. Okay. Oder vielleicht fertiggestellt wurde. Aber es wurde sicher etwas früher entwickelt. Und ja. Das Engine. Geht wie Sau. Könnte man sagen. Ach komm. Diese Verteilung der Lumps. Das geht meines Erachtens gar nicht, ohne zu sterben. Also ich wüsste nicht, wo ich da schon mal durchgekommen wäre, ohne zu sterben. Wer das schafft, ja. So. Wie oft werde ich noch drauf gehen? Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Auch wenn ich irgendwann mal fertig werden möchte. Mann! Nochmal. Gut, ein paar Lums haben wir ja noch. Ein bisschen was kommt schon noch. Käfige haben wir soweit alle, das ist schon mal schön. Und löblich. Also, again. So, möglichst ausweichen dem Ganzen. Hier durch. Und auch hier wieder möglichst ausweichen. So, schön. Yay. Und bomb. So, hier, das fliegt natürlich runter, das Gitter. Wer hätte das nur erwartet? Was war jetzt hier noch? Ach ja, stimmt. Da war ja was. Wenn wir hier hoch... Denn da ist der Kumpel, den wir brauchen. Und wir haben alles. Supi. Hey, Robo-Piraten. Na? Kann man schon was sagen? Warum spiegelt sich da unten der Mond zum Teufel? Wo drin? Im Wasser oder wo? Ich check's nicht. Hm, die sehen uns irgendwie nicht. Na gut. Ja, komm, Tänzchen. Oh, man. Das war wieder eine ereignisreiche Folge. Unglaublich, ja, unglaublich. Aber schön. An sich schön. Vor allem, dass wir das Level auch gleich so weit haben. Und ich nicht wieder anfangen muss. Auch die Echohöhlen ziehen sich wie Kaugummi. Aber gut. Speichern. Ja. Ja. So. Also, dann beim nächsten Mal die Klippe. Deswegen hat man da auch schon das Schiff der Piraten schon gesehen. Nicht schwer, aber heute nicht mehr. Ich bin der AZ105. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein und werdet es erleben. Bis denn und ciao, ciao.